Da gibt es eine Sendung, ich kenne sie zwar nicht, ich habe einmal nur mal so schnell gefunkt zum Schauen, was die Menschen anschauen, damit ich auch darüber kann reden. Die heißt Lindenstraße. Ich glaube, da schon über 1000 Folgen sind da schon. Da ist eine so typisch, eine blonde, hübsche, deutsches Mädchen. Junge Frau mit ihrem, ich glaube, es ist ihr Sohn oder einfach ein Junge, kleiner Junge, vielleicht geht er noch nicht mal in die Schule, in die erste Klasse, weiß ich was. Und sie setzt nun hin, das ist die Lindenstraße. Dann sagt sie: Hör mal gut zu, ich muss dir unbedingt etwas ganz Wichtiges sagen. Du weißt doch, dass es da oben der liebe, der Gott ist. Der Junge, Er hat viele Namen, Und weiß, wer der richtige, gute Name ist? Allah. Sage mal Allah. Und der sagt, dieser verdammte Namen auch. Das sage ich ihm. Denn es ist nicht Gott. Wir haben einen Vater als Gott, der uns liebt. Dann Allah, wenn er mal die Mund mit, ja, weiter. Und dann erklärt sie von dem, wie der so gut ist und vor vielen, vielen Jahren früher, ich kann es nicht wortwörtlich wiederholen, da hat er zu einem Propheten gesprochen. Und der hieß Mohammed. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, was da kam. Sie hat auf das Kind hineingeredet: Du bist ein Kind, also bist du ein Moslem, obwohl es kein Moslem ist. Du bist ein Moslem. Und dann nimmt sie ein Gebet an Allah und spricht das so: Was hat denn das mit der Lindenstraße zu tun? Das öffentlich. Dieser Mohammed ist ein Verrückter. Ich habe nicht, Jesus kam nicht auf die Erde und hat Leute umgebracht im Krieg und alles. Und hatte, weiß Gott, wie viele Frauen. Dann wollen sie unbedingt dem Heiland auch noch an Magdalena andichten, die Magdalena. Er hätte ein Kind gehabt von Magdalena. Wehe euch. Wer so einen Blödsinn erzählt, das ist eine Gottbeleidigung und die wird streng geahndet, sofern man nicht noch vorher umkehrt. Und das ist dann mein Begehr, dass ich die Leute könnte zu Gott führen. Ich kann nur eines sagen: Wer heute nicht glaubt, wer nicht glauben will, muss fühlen. Und ich möchte das verhindern, wenn ich könnte. An allen Orten sind schon viele Pseudopropheten, Redner da, die Heilige Schrift anzugreifen. Sie greifen ja heute die Heilige Schrift, die Bibel an. Mein Gott, die Juden haben die Tora und an das glauben sie. Die Moslems haben den Koran und an den glauben sie. Wir Christen haben die Bibel und da wollen sie nicht mehr glauben. Das ist falsch, da hat man falsch übersetzt. Das haben auch Professoren und Doktor wie Dr. Veit und wie die alle heißen, ist ein 7 Tage auf dem Tisch, was will der mir sagen? Es ist einfach hirnverbrannt. Wenn ich zum Beispiel die Bibel nehme und die Tora, die früher im Alten Testament von Gott ist. Wenn ich jetzt die neue Bibel vergleiche mit dem Heiland, stimmt es ganz genau stimmt es überein. Also was will man da? Und jetzt kommen die und sagen, ja,
die Essener, da sind Schriften der Essener zum Vorschein gekommen. Die Essener waren eine Sekte, das heißt eine gläubige Sekte. Die haben sich total vom Ganzen weg, auch vom Tempel weggetrieft, haben unter sich Dörfer gebaut, meist in den Bergen oben, und sind Mauern rundherum. Die haben ihre Dinge gelebt. Der Heiland hat mit denen nichts an, ich wollte jetzt sagen, am Hut gehabt, aber er hat keinen Hut. Er hat nichts mit denen gehabt. Er war ein einziger, wo man kennt, der sich angeschlossen hat. Und als die dann verfolgt wurden, haben sie ihre Schriften, oder nach ihrer Art geschrieben haben, versteckt und versteckt. Die kommen da zum Vorschein und das entspricht nicht der Wahrheit, wie sie der Heiland verkündet hat. Wie soll denn das möglich sein, dass die Bibel total falsch übersetzt ist? Wo hat der Heiland doch ganz klar sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja, wenn die Bibel schon nicht mehr stimmt, wo sind die Worte Jesu? Ich sage euch, die Bibel ist immer noch der Stamm des Baumes und ihr könnt voll drauf gehen. Es hat geringe Übersetzungsfehler, das stimmt, aber nicht so prekär, dass es einen falschen Glauben gibt. Ich gebe nur ein Beispiel. Du sollst nicht töten, steht geschrieben. Aber Gott hat gesagt, du sollst nicht morden. Das ist ein großer Unterschied. Diese Schlachtereien, in dem großen Stil, was da geschieht, das verurteile ich auch. Jetzt kommen schon Leute, ich weiß nicht, ich kenne den Heiland sehr sogar, aber ich habe noch nie gehört, dass er gesagt hat, er sei ein Veganer gewesen. Oder Vegetarier. Dann lest nochmal die Heilige Schrift. Der reiche Fischfang. Nach der Aufstehung hat ein Fischlein schon gebraten gehabt, wo die Apostel mit dem Schiff kamen, hat es schon vorbereitet für sie. Er hat Wachteln gegessen. Er hat immer sehr wenig gegessen. Ich sage mal im Spaß gesagt, Heiner, du hast ja nur gestibitzt vom Essen. Gar nicht. Was ist denn mit den Tieropfern früher im Alten Testament? Das waren ja alles eigentlich Vorzeichen, wo sich dann das Lamm Gottes dann auch hingibt. Was war denn, als beim Petrus das Tuch vom Himmel herabkam mit allerhand unter einem Fleisch nach jüdischem Auffassung? Dann sagte Petrus, bewahre mich, Herr, werde ich von diesem Fleisch essen. Und Gott sagte, sag nicht, es sei unrein, was ich rein gemacht habe. Nimm und iss, Petrus. Ich kann ja reden, Mama, was ich will. Dann heißt es einfach, ja, das ist eben in der Bibel falsch übersetzt. Oder, ja, man hat auch zu wenig gebetet, deshalb konnte Gott nicht. So billige Ausreden. Wieso soll ein Pastor oder der Feind, der Sieben-Tage-Adventist oder wie man das nennt, was wollen die denn wissen? Die kennen ja nicht mal die Sakramente. Oder wann? Die Pastoren, die haben ja nur zwei Sakramente. Die Taufe und die Ehe. Es gibt aber sieben. Wenn man die alte Schrift kennt, dann weiß man, dass die sieben eine heilige Zahl ist, dass Gott das Sieben immer wieder genommen hat, wenn er etwas Besonderes einsetzte. Sieben Sakramente.
Ich sage es jetzt nicht, wie sie heißen. Ich hoffe, man schaut jetzt schnell nach, ob ich recht habe. Dann wenigstens schauen Sie doch mal in die Bibel. Meine Lieben, die ihr glaubt, ihr seid Christen, tatsächlich der Islam lacht über euch. Wie schon gesagt, sie haben den Koran, an den glauben sie felsenfest. Die Juden haben die Tora, da glauben sie felsenfest. Nur wir, also die Christen, die Bibel, die ist falsch übersetzt. Das ist der Rauch Satans, das ist der Antichrist. Also ein Buch, wo ihr nicht mehr glaubt, dann habt ihr gar nichts. Jetzt wollen sie neue Bibeln schreiben. Um Gottes Willen. Hoffentlich gibt es immer noch Feuer, um die zu verbrennen. Und in den Radio und Fernsehen, auch in der Schweiz, da sieht man immer mehr, wird am Sonntag Religionsding, wird immer viel mehr von den Mohammedanern und von denen geredet, nur nicht mehr von den Katholiken oder Christen. Schleichendes Gift. Und schaut, der größte Teil hat ja diesen Rauch, diesen Antichrist schon in sich. Wie wollen Sie noch die Apokalypse verstehen?